Ja, in welcher Klasse? Werde Körperbehinderten oder werde Spastis oder wo will er Mr. Olympia werden? Ich bin Dr. Johnny Arndt und Sie machen gerade ein Erklärungsvideo. Hi, Heiko, hier ist der Johnny. Aber ich bin noch richtiger Bodybuilder, du. Was bist du? So, liebe Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und willkommen auf meinem neuen YouTube-Channel, King Kalle. Lange Rede, Doppelkinn. Bevor ich mich ja selber auffeiere, wir fangen direkt an. Johnny Münster. Now we can go to the gym. Johnny C. Münster, das C steht für Cook. Keine Ahnung, ob der so einen Schwanz hat, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, warum man sich Johnny Cook nennen muss. Irgendwie hat die Jugend heutzutage ein Ding an der Pfanne, aber ist egal. Johnny bleibt und ist mein kleiner Schlitzpisser von damals, den ich kennengelernt habe, und basta. Johnny hat in der Vergangenheit einige Sachen richtig gemacht, aber auch in meinen Augen viel verkackt, was die Männlichkeit und wie soll ich sagen, Bodybuilding steht für mich immer so ein bisschen mit Maskulin und Männlichkeit. Und er ist dann so eine kleine Gay-WG gerutscht, wo nur Naked Eyes rumgerannt sind und haben dann halt ihr YouTube-Programm da abgespult. Sicherlich ist das eine coole Idee gewesen, eine Geschäftsidee, aber es hat ihn körperlich keinen Schritt weitergebracht. Johnny war damals schon sehr stark. Johnny war schon mal mit dem Team, für die Leute, die es nicht wissen. Wo es dann um das Thema Stoff ging, hat er kalte Füße bekommen, ist gegangen. Ist zum Johannes Lukas gegangen und hat dann dort sein Unwesen getrieben. Für meine Verhältnisse ist er die ganze Zeit mit angezogener Handbremse gefahren. Er hat ein gewisses Potenzial. Er ist so ein, von der Körperstruktur her, so ein Arnold-ähnlicher Typus. Aber wie gesagt, Lichtjahre entfernt davon, hat nur das genetische Potenzial, das mal da in die Richtung so ein bisschen hinzutreiben. Wenn der kleine Johnny nicht so ein selbstverliebter kleiner Gockel wäre, sondern das alles mal richtig ernst genommen hätte, dann wäre er schon Etagen weiter. Meiner Meinung nach hat er ein paar Jahre verschenkt. Was ich davon halte, wenn Johnny stofft, naja, dann wird er explodieren, der Typ. Ne, vorausgesetzt, er ist wirklich die ganze Zeit nett gewesen. Aber ich denke mal, da ich ja so ein bisschen Hintergrundgeschichte kenne, seine Familie und so, und da hat er... Wie sagt man in meiner Welt, da hat er das Röckchen angehabt, wo es um das Thema Stoff anging, und da wurde das halt nicht gerne gesehen, weil da ja auch noch irgendwie Familie im Hintergrund ist mit einer Firma, wo er noch tätig war, und die wollten das alle nicht, und obwohl er volljährig war, hat er sich dann den Blödsinn angehört und hat das dann halt so befolgt. Wie gesagt, zu dem Stoffthema, wenn Johnny jetzt anfängt, wird tatsächlich was passieren bei ihm. Natürlich stimmt sein Mindset noch nicht, ne? Das sieht man dann bei den Trainings, die er abliefert. Das ist so alles die Lustigkeit des Seins. Er ist stark, er ist wirklich von Haus aus, er ist ein sehr, sehr starker Athlet. Er kann schwere Gewichte bewegen. Er hat zu meiner Zeit, glaube ich, auch schon 200 gebeugt. Und da war er noch richtig jung gewesen. Und also Kraftpotenzial ist da, wenn man das jetzt natürlich in Kombination bringt mit den richtigen Nährstoffen, sowohl hier als auch hier, dann platzt der Typ irgendwann. Vorausgesetzt, der Kopf spielt mit und er fängt endlich mal an, hart zu trainieren und nicht dieses Mädchen-YouTube-Bodybuilding-Programm, da wo er dann ab und zu mal ein paar schwere Gewichte bewegt, in Anführungsstrichen, und denkt, er hat Muskeln. Ne? Ich weiß nicht, wie die Jungs darauf kommen, dass die Muskeln haben. Das sind kleine Nugget, da ist für mich das so wie so eine Freibad-Gang. Was anderes ist das nicht für mich, ne? Die sich da ein bisschen abspinnen, ein bisschen abheben von der Masse, die hier und haha machen und sich gerne nacktig zeigen oder gerne mit freien Oberkörper rumrennen und denken, das sind die Oberheroes, ne? Die sollen, er war doch auch schon im Goldschirm gewesen, also da hat er doch auch Leute mit Muskeln gesehen. Da muss er sich da die Frage gestellt haben, was habe ich die ganzen Jahre gemacht eigentlich, ne? Außer auf Arnold dort gewartet. Wie gesagt, die Trainingsphilosophie stimmt, aber es nützt ja nicht, wenn du mit 97 Oktan fährst und 102 brauchst, um an das Ziel zu kommen, wo du hin willst. Und das ist nichts anderes. Wenn man schwere Gewichte bewegen kann, ist das schön. Wenn man sie dann noch mit der nötigen Muskulatur bewegen kann, die dafür oder die getroffen werden soll, ist es natürlich noch geiler, ne?
Weil schwere Gewichte bewegen, das können auch die Powerlifter. Und das werden auch keine Bodybuilder am Ende des Tages. Und genau so in die Richtung geht das da bei den Jungs. Ne? Er hat jetzt nur ein bisschen auf seine Ernährung geachtet. Das sieht man ja, weil er ist jetzt nicht übermäßig fett. Und wenn er die schweren Gewichte in Kombination mit den schweren Geschützen, die er dann nehmen sollte, kombiniert, dann wird das auch am Ende des Tages was werden. Ansonsten wird er weiter wie so eine Fliegenklatsche durch die Gegend rennen. Ne? Das wird das natürlich nicht. 20 Sätze Bizeps, 20 Sätze Trizeps. Er hat mir hinterher ein Feedback gegeben und hat einen brutalen Muskelkater wohl gehabt. Gut, weil er das Trainingsvolumen auch gar nicht gewohnt war, schätze ich mal. Weil die machen ja alle ihr Push-Pull. Ich bin ja im Mädchentraining. Und jetzt hat er mal separat richtig Arme geballert. 40 Sätze, wenn er das Trainingsprogramm gemacht hat, was ich ihm aufgegeben habe. Bloß im Video konnte ich halt sehen, dass er, dem muss erstmal jemand den Kopf zurechtdrücken. Der, wie gesagt, das ist alles so und alles so eine halbe Scheiß für mich. So wird es natürlich nichts. Ne? Da muss ein anderer Biss. Wir hatten heute ein kurzes Gespräch. Da habe ich ihm gesagt, er muss mal seine Eier finden. Und das meine ich tatsächlich so. Ne? Im Training muss er seine Eier finden, muss man den ganzen Firlefanz weglassen, muss man sein Kamerateam ausblenden. Und dann gebe ich ihm schriftlich, dass er innerhalb kürzester Zeit 15 Kilo zunehmen wird. Ja, 15. Ne? Also, und jetzt nicht nur Fett. Also das sollte funktionieren bei ihm, wenn er das mal alles ernst nimmt. Ne? Weil, wie wir alle wissen, wir haben im Bodybuilding eine begrenzte Zeit und dann braucht man nicht so einen Tenerschlitzpisser daherkommen und denken, der hat jetzt das Rad neu erfunden und macht das so im Vorbeigehen und als Netty. Was hältst du von Johnnys Plänen, dass er Mr. O werden will? Ja, in welcher Klasse? Werde Körperbehinderten oder werde Spastis oder wo will er Mr. Olympia werden? Also, das halte ich mal für so ein PR-Gag. Wenn er so ein bisschen klar denken kann, dann weiß er doch ganz genau, dass der da so weit weg ist von Mr. Olympia, wie ich von der Mondlandung. Also das, ich weiß nicht, wie die auf sowas kommen. Also um in der Oberliga anklopfen zu können, ich rede jetzt mal von offener Klasse, weil ich glaube, Classic Physik, das wird nichts werden bei ihm, weil wenn er anfängt zu wachsen, wird er richtig wachsen. Und dann muss er in die offene Klasse gehen, denke ich mal. Und da ist die Luft da oben so dünn, da ist Johnny, qualifizier dich doch erstmal für irgendwas. Werd erstmal ein beschissener Profi und guck mal, dass du dann überhaupt eine Quali zustande kriegst. Und dann können wir über so eine Träume und Pläne weiterreden. Man sollte sich Ziele setzen, aber man sollte sich realistische Ziele setzen und nicht nach den Sternen greifen. Ich habe dir im letzten Telefonat, was auf dem Video zu sehen ist, gesagt, Bodybuilding ist kein Wunschkonzert und das musst du endlich mal in die Rübe reinkriegen, ne? Dass das dieses Scheißgelaber für dich nicht weiterbringen. Du musst konsequent arbeiten, du musst deinen Arsch aufreißen, du musst das 24/7 leben, du musst dein beschissenes Kamerateam ausblenden, die darfst du gar nicht merken. Du musst dein Training machen und nicht, soll ich jetzt einen Satz machen oder sowas, das alles weg, fokussiere dich richtig auf dein Arbeiten. Und wenn du das nicht kannst, dann vergiss den ganzen Scheiß. Dann wirst du immer ein Freizeitsportler bleiben, also in meinen Augen, und wirst da auf der Stelle treten. Das kann ich dir auch schriftlich geben. Ne? Also wie gesagt, die Rühls und die Kalbachs, die haben sich nicht ohne Grund den Arsch aufgerissen und bis zur Besinnungslosigkeit gearbeitet. Ne? Und nur so funktioniert es, wenn man wirklich in die Oberliga kommen will. Punkt. Classic Physik. Da sehe ich den Johnny nicht, auch wenn er da momentan danach aussieht, aber wenn er anfängt zu wachsen, dann wird er richtig wachsen und das wird dann nichts mit Classic Physik werden. Er sollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil das ist immer der größte Trugschluss, dass sie gleich sich alles zupflastern wollen und denken, über Nacht wachsen die zu irgendwelchen Heroes ran. Ne, das wird natürlich nicht passieren. Aus so einem kleinen, zarten Jungen, den musste er erstmal vorsichtig anfüttern. Und gucken, wie der Körper reagiert. Und der Körper müsste ja dann rein theoretisch jungfräulich darauf reagieren. Ich will doch bei den Basics bleiben. Ich würde jetzt keine Exoten in mich reinjagen oder irgendwelchen Hokuspokus machen. Bleib bei den Basics, halt es ganz einfach. Und dann wird der Erfolg auch nicht lange auf sich warten lassen, denke ich mal. Bei der richtigen Ernährung und im konsequenten Training. Wenn die drei Komponenten stimmen, plus deine Ruhephasen logischerweise,
dann sollte das funktionieren. Ich sollte mich sehr, sehr täuschen, wenn so ein starker Athlet nicht wächst bei der Muskelstruktur, die vorhanden ist. Der Plan, dass er jetzt stoppen will, das ist genau der richtige. Hat viel Zeit verschenkt in meinen Augen. Lieber spät als nie. Auf alle Fälle hast du jetzt einen Plan und zieh das Ding durch. Das ist meine Empfehlung an Johnny. Hoffe, du wirst das Ding hier auch sehen. So viel zu Johnny Münster. Wenn ihr noch Fragen habt oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt. Vielleicht reagiere ich nochmal auf irgendwas von Johnny. Warum auch nicht? Ist ja ein lustiger Zeitgenosse. Ist jetzt nicht, dass er mir unsympathisch ist oder so, aber wie gesagt, den Quark, den er bisher fabriziert hat, da muss ich ja mal klare Worte zu finden oder irgendjemand. Und nicht mal diese Arschgelecke, was er bisher erfahren hat. Das bringt ihn nämlich auch nicht weiter. Also er braucht mal schon einen harten Leitfaden, der Junge. Und dann sollte das was mit seiner Bodybuilding-Karriere eventuell werden. In diesem Sinne, wir schließen mal das Video. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und auf eure Abos logischerweise. Dann vielleicht noch ganz kurz anzumerken, Gym Mafia, meine Kollektion, läuft zurzeit bei 30% im Shop von Mr. Soldier. Alle Produkte inklusive der Cappies. Wer die noch nicht kennt, die geilen Teile, hier ist meine Signature, meine Unterschrift drauf, das Brand von Mr. Soldier. Könnt ihr gerne im Shop von Mr. Soldier bestellen. Die ganze Woche lasse ich das laufen auf 30%. Viel Spaß beim Shoppen. Mit Code Mafia einkaufen übrigens. Ne? Nicht Code Heiko, sondern Code Mafia. Ganz wichtig. Peace and Love and Rock'n'Roll. King Kalle.